Im Alien-Universum haben wir schon viele furchterregende Kreaturen erlebt. Vom klassischen Xenomorph bis hin zu seltsamen Abarten wie den Neomorphs. Doch mit Alien Romulus bringt uns die Saga ein neues, noch beunruhigeres Wesen. Es kommt also zu Spoilern, seid gewarnt. Dieses Wesen ist das Offspring, oder besser gesagt die Offspring, das erklären wir euch gleich. Was ist dieses Wesen, woher stammt es und wie fügt es sich in die tödliche Biologie des Alien-Universums ein? In diesem Video werfen wir also einen genaueren Blick auf die Entstehung, seine Fähigkeiten und die Bedeutung dieses neuen Monsters. Du denkst, du kennst dich mit der kompletten Lore aus? Die Wahrheit könnte ein Trugschluss sein. Lass besser ein Abo da und folge uns auf die Reise durch diese Lore und wir werden dich noch mit dem ein oder anderen Inhalt überraschen. Die Geschichte des Offsprings beginnt mit einem bekannten Thema im Alien-Universum: genetische Manipulation. In Alien Romulus wird deutlich, dass die Weyland-Yutani Corporation, die wir bereits aus früheren Filmen kennen, weiterhin an gefährlichen Experimenten mit Xenomorph-DNA arbeitet. Ihr Ziel? Eine perfekte Waffe zu erschaffen. Doch wie so oft in der Alien-Saga gehen diese Experimente fürchterlich schief. Genauer gesagt wollen sie aber gar keine Waffe erschaffen, sondern scheinbar ein aus Androidensicht nötiges Update für die Menschheit, um die Kolonialisierung des Alls überhaupt möglich zu machen. Ein höheres Ziel also, dessen Erreichen aber keine Skrupel kennt. Die Offsprings, auch bekannt als die Nachkommen oder die Brut, sind das Ergebnis dieser schrecklichen Versuche. Sie sind hybride Wesen, eine Verschmelzung aus menschlicher DNA und Xenomorph-Genetik. Dies gibt ihnen sowohl die tödlichen Eigenschaften der Xenomorphs, als auch das instinktive, teilweise emotionale Verhalten der Menschen. Die Offspring haben daher nicht nur die unaufhaltsame Jagdinstinkte ihrer außerirdischen Verwandten, sondern auch eine gewisse Intelligenz, die sie noch gefährlicher macht. Was die Offspring wirklich beängstigend macht, ist ihr physisches Erscheinungsbild und ihre Fähigkeiten. Sie teilen viele Eigenschaften mit den klassischen Xenomorphs. Ihre schwarze, glatte Haut, die säurehaltige Körperflüssigkeit und die verlängerten Gliedmaßen ähneln nicht direkt mit den Xenomorphs, da die Offspring eher weiß, humanoid daherkommen. Aber wenn man genau hinguckt, merkt man ganz klar die Xenomorph-Charakteristikas. Doch sie unterscheiden sich eben noch mehr in ihren humanoiden Zügen. Die Offspring sind größer, sie stehen aufrecht und haben eine teilweise erkennbare menschliche Gesichtsmimik. Die Offsprings besitzen auch eine außerordentliche Regenerationsfähigkeit, die sie im Kampf nahezu unbesiegbar macht. Zusätzlich haben sie gelernt, Waffen zu nutzen und strategisch vorzugehen, was sie von den reinen tierischen Xenomorph-Typen unterscheidet. Dies macht sie zu einer Mischung aus Jägern und Soldaten, die in der Lage sind, auf Befehl zu töten, aber auch unabhängig davon agieren können. Doch das Interessanteste an den Offspring ist nicht nur ihre tödliche Biologie, sondern auch ihre Psyche. Als Hybridwesen tragen sie Spuren menschlicher Emotionen in sich, was sie zu unberechenbaren Kreaturen macht. Sie agieren eben nicht nur instinktiv, sondern können auch Wut, Angst und sogar etwas wie Loyalität empfinden. Es gibt Berichte, dass einige Offsprings sogar so weit gehen könnten, ihre Schöpfer zu erkennen und schließlich zu jagen, da sie instinktiv spüren, dass sie von ihnen verraten wurden. Diese Mischung aus intelligenten Jäger und emotionalen Monster macht die Offspring zu den vielleicht gefährlichsten Wesen, die das Alien-Universum bisher gesehen hat. Sie sind unberechenbar, sowohl im Kampf als auch in ihrem Verhalten, was sie für jede Situation tödlich gefährlich macht. Die Einführung der Offspring in Alien Romulus markiert also einen Wendepunkt in der Alien-Saga. Sie sind nicht nur ein weiteres Monster, sogar ein Symbol für die unaufhaltsame Gier der Menschheit, die Natur zu beherrschen und zu manipulieren. Die Weyland-Yutani Corporation wollte eine perfekte Waffe erschaffen. Stattdessen haben sie eine Katastrophe heraufbeschworen, die weit über ihre Kontrolle hinausgeht. Wir haben hier auch ein Video über unsere Theorien der Bedeutung des Endes von Alien Romulus im Alien-Kosmos gemacht. Schaut da auch mal rein. Die Offspring verkörpern aber die übertriebene und gefährliche Gier der Menschheit, die Natur durch wissenschaftliche Fortschritte zu manipulieren und zu beherrschen. In den Alien-Filmen, vor allem
durch die Weyland-Yutani Corporation sehen wir nämlich immer wieder Versuche, die tödliche Biologie der Xenomorphs zu zähmen und als Waffe zu nutzen. Die Schöpfung der Offspring ist also das Symbol für das ultimative Scheitern dieser Ambition. Statt eine kontrollierbare Waffe zu erschaffen, entsteht eine neue, noch gefährlichere Spezies, die die menschlichen Schöpfer verrät und sich gegen sie wendet. Dieses Thema der Schöpfung, die ihren Schöpfer schlussendlich zerstört, wurde schon mit dem Androiden David in Alien Covenant angesprochen. Doch die Offspring bringen dieses Motiv auf eine noch tödlichere Ebene. Die Offspring stellen also eine neue Stufe der biologischen Evolution im Alien-Universum dar. Sie sind nicht einfach nur eine Mutation oder eine Abart des Xenomorphs, sondern das Ergebnis gezielter genetischer Hybridisierung zwischen Menschen und Xenomorph-DNA. In gewisser Weise sind sie also der nächste Schritt in einer unkontrollierbaren Evolution, die das Alien-Universum von Anfang an durchzieht. Eine ständige Suche nach dem perfekten Organismus. Die Offspring zeigen, dass diese Suche nicht unbedingt zu etwas Überlegenen führt, sondern zu einem Wesen, das sowohl menschliche als auch Xenomorph-Elemente vereint, was es noch unberechenbarer und tödlich macht. Ich weiß, dass sowohl das Newborn in Alien 4 wie auch die Offspring in Alien Romulus bei den Fans auf wenig Gegenliebe stoßen, aber vielleicht sollte man sie losgelöst von dem Xenomorph sehen und eben als eine Art Einmischung des Menschen in die Xenomorph-Evolution, die vielleicht gar nicht zum Erfolg geführt hat für die Xenomorph-Rasse, aber ein Zwischenschritt in den Einmischungen einer von Menschen manipulierten Evolution darstellt. Bislang waren nämlich die klassischen Xenomorphs die ultimative Bedrohung im Alien-Universum. Eine perfekte Tötungsmaschine, die nur durch Glück oder extreme Maßnahmen gestoppt werden konnten. Und das bleiben sie demnach auch. Die Offspring könnten jedoch diese Dominanz in Frage stellen. Durch ihre hybride Natur haben sie nicht nur die physischen Fähigkeiten eines Xenomorphs, sondern auch menschliche Intelligenz und Emotionen. Dies verleiht ihnen ein Maß an Raffinesse, das den rein instinktiven Xenomorphs fehlt. Ihre Fähigkeit, komplexe Strategien zu entwickeln und gezielte Angriffe durchzuführen, könnten sie zu einer Bedrohung machen, die noch schwerer zu bekämpfen ist als die Xenomorphs. Ich persönlich würde entgegenhalten, dass der Xenomorph vielleicht in seinem Schwarmdenken, dem menschlichen, individuellen Entscheidungen, doch überlegen ist und vielleicht ist das auch ein Nachteil in der Evolution des Offsprings, weshalb wir diese Wesen in den späteren Teilen nicht mehr gesehen haben. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Offspring ist, dass sie eine Art moralischen Spiegel für die Menschheit darstellen. Sie sind eben das Produkt menschlicher Hybris und Gier. Wesen, die nur existieren, weil Menschen es nicht lassen können, die Natur zu beherrschen. Indem sie Emotionen wie Wut, Rache und vielleicht sogar Loyalität zeigen, erinnern die Offspring an die menschlichen Wurzeln, die in ihnen stecken. Sie sind eine Mahnung, dass die Verfolgung von Macht und Kontrolle über die Natur unvorhersehbare und verheerende Konsequenzen haben kann. Die Einführung der Offspring fügt dem Alien-Universum also eine neue Dimension hinzu, und so muss man die auch sehen, die über das reine Überleben im Angesicht eines Monsters hinausgeht. Sie sind ein Produkt wissenschaftlicher Experimente, die in den früheren Filmen immer nur angedeutet wurden, aber in Alien Romulus eine zentrale Rolle spielen. Dies erweitert die Lore des Universums und gibt den Zuschauern einen Einblick in die ständige Suche nach biologischer Perfektion und die Gefahr, die in dieser Suche liegt. Weyland-Yutani ist schon lange als skrupellose Firma bekannt, doch die Offsprings zeigen, wie weit diese Firma bereit ist zu gehen und wie groß die Konsequenzen ihrer Experimente sind. Jedoch offenbart Weyland-Yutani auch ein höheres Ziel, was letztlich dem Überleben der Menschheit gewidmet ist. Und das gepaart mit dem Offspring könnten somit neue Ausgangspunkte für neue Geschichten und Konflikte im Alien-Universum entstehen, die das bekannte Szenario von Überlebenskampf und Horror um eine vielschichtigere und existenziellere Dimension erweitern könnte. Das war's für heute. Gibt es noch Teile, die du ergänzen möchtest, dann schreib es in die Kommentare und lass ein Abo da. Bleib bei Sinnen und verfall wie immer nicht dem Wahnsinn. Bis bald.